Und hier mal wieder ein Bücher-Onkel-Quickie für zwischendurch. Meine lieben Freunde, manchmal sehne ich mich nach der guten alten Zeit, als Erich von Däniken noch überall Außerirdische sah, in Roswell Aliens aufgeschnitten wurden, im Bermuda-Dreieck Flugzeuge verschwanden und niemand von der Akasha-Chronik, der Galaktischen Föderation des Lichtes oder anderen Blödsinn schwafelte. Und da wollte es der Zufall, dass mir ein Buch aus dem Jahr 1990 in die Hand fiel. Verfasst wurde es von einer Frau, die etwa seit den 70er Jahren schon kurz und knapp verkündet: Ich kam von der Venus. Oh, und hier hinten kann man ihren Uranus sehen. Entschuldigung, blöder Witz. Die Dame hat auch eine Webseite, von der ich den folgenden Text entnommen habe. Über Omnek. Botschafterin von der Venus. Omnek Onnek wurde auf der Astralebene des Planeten Venus geboren und kam als Kind mit ihrem eigenen Körper auf die Erde. In den 90er Jahren wurde sie bekannt durch ihre Autobiografie Leben ohne Hirn. Später, ich kam von der Venus, weil mich dort keiner mehr haben wollte. Heute Band 1 von Die Venusische Trilogie. Die Venusische Trilogie wurde übrigens in Nordkorea verboten, weil man sie dort für zu brutal und menschenverachtend hält. In diesem Buch beschreibt Omnek das Leben auf der astralen Ebene der Venus und schildert, wie sie dort geboren wurde und warum sie als Kind die Gelegenheit bekam, ihre Frequenz zu senken, sich einen physischen Körper zu manifestieren, Sagt man das so? Ist das richtiges Deutsch? Ich manifestiere mir jetzt mal was. Oder pass doch auf, wo du hin manifestierst, du Ferkel. Und im Körper eines 7-jährigen Mädchens auf die Erde zu kommen, um unter anderem später als Erwachsene, als spirituelle Lehrerin zu wirken und hier ihre Lebenszyklen zu vollenden. Tja. Kritiker haben übrigens eine etwas andere Geschichte auf Lager. So handelt es sich bei Frau Omnek Onnek in Wirklichkeit um die US-Amerikanerin Sheila Gibson, ehemals Sheila Schultz. Sie wurde vermutlich am 20. August 1948 geboren, arbeitete einige Zeit als Friseuse in Chicago, erkannte schnell den aufstrebenden Esoterikmarkt und sprang Anfang der 70er Jahre auf die Weltraumbegeisterung auf. Seit dieser Zeit vermarktete sie als Omnek Onnek von der Venus Bücher, Videos, DVDs und alles, womit sich sonst noch Geld machen lässt. Sheila Gibson erlitt 2009 einen Schlaganfall, was ihre Aktivitäten erheblich bremste. Ihren irdischen Wohnsitz soll die Pseudo-Venusianerin übrigens zumindest zeitweilig in der Raumbasis Hückelhofen beim transdimensionalen Warpknoten Mönchengladbach im Rheinland haben. Die Astralebene ist eine feinstoffliche Dimension, die mit physischen Möglichkeiten nicht gesehen oder bewiesen werden kann. Wie praktisch. Laut Omnek waren auch die Venus sowie viele andere Planeten vor langer Zeit ähnlich physisch belebt wie die Erde heute. Durch natürliche Evolutionszyklen veränderten sich die Lebensbedingungen und dank der spirituellen Entwicklung seiner Bewohner konnte das Leben auf diesen Planeten weiter existieren. Nun jedoch nicht mehr im physischen, sondern in feineren Schwingungsebenen. Ja, und laut Informationen der Mainstream-versifften Lügenbande namens NASA besteht die Atmosphäre der Venus zu 96% aus CO2. Der Luftdruck ist 90 Mal höher als der der Erde. Die mittlere Temperatur beträgt 464 Grad Celsius. Mit anderen Worten, eine absolut lebensfeindliche Umgebung. Und nun sehen Sie mal, wie sich Omnek Onnek die Hauptstadt der Venus vorstellt. Ja.
Sie trägt übrigens den Namen Teutonia, was venusisch ist für ich geb mir noch nicht mal Mühe. Der spirituelle Name Omnek Onek bedeutet Spiritual Rebound, zu Deutsch spirituelle Rückverbindung. Es ist Omneks Aufgabe und Talent, Menschen wieder mit ihrem wahren Selbst, der Seele, in Verbindung zu bringen. Eigentlich war Omnek Onek der Ausruf eines Venusianers, als der merkte, dass sein Präservativ geplatzt war und er jetzt für das kleine Abenteuer mit Omneks Mutter sein Leben lang Unterhalt würde bezahlen müssen. Omnek Onek, eine komische Geschichte, eine kosmische Geschichte. Einige Zitate von Omnek Onek. Die Vorstellungskraft ist der Schlüssel zum Erschaffen von Wirklichkeit. Wo deine Aufmerksamkeit hingeht, geht auch deine Energie hin. Lecke nie an grünen Klosteinen, wenn du abends noch was vorhast. Kritisieren und urteilen. Das Wichtigste, was die Menschen auf der Erde lernen sollten, ist das Kritisieren und Urteilen zu ersetzen durch Liebe und Akzeptanz. Aufgrund ihrer ungewöhnlichen Lebensgeschichte und ihrer speziellen Individualität hat Omnek sowohl viel Liebe und Freude, Wissen und Erinnerungen in den Menschen ausgelöst, aber auch Kritik und Zweifel. Omnek hat stets betont, dass einer der größten Schätze des Menschen seine individuelle Freiheit ist, zu glauben und zu denken, was er möchte. Ich urteile über niemanden und über mich wird am allermeisten geurteilt. Könnte es daran liegen, dass diese Frau hanebüchenen Unsinn erzählt? Leben auf der Astralwelt der Venus. In ihrer Autobiografie »Ich kam von der Venus« beschreibt Omnek die belebte Astralwelt des Planeten Venus und erklärt ausführlich die Art des Zusammenlebens der Menschen in einer höheren Schwingungsebene, als wir sie auf der physischen Erde kennen. Die Venusier leben im Einklang mit den Naturgesetzen und den Gesetzen der höchsten Gottheit. Sie sind sich ihrer Allverbundenheit mit der Schöpfung bewusst und gehen verantwortungsvoll mit ihren geistigen Kräften um. So, an dieser Stelle bitte ich mal um eine gehörige Portion Mitleid mit dem armen Bücheronkel. Ich habe tatsächlich diesen Schwachsinn hier gelesen und mich durch 245 Seiten Geschwurbel gequält. Ähnlichen Spaß hatte ich nur noch im Jahr 2007 bei einer sehr schweren Gallenkolik. Das Buch besteht aus Poesiealbum-Plattitüden, Science-Fiction-Motiven der 70ern, verschwurbelte heile Weltromantik für menopausierende Möchtegern-Schamaninnen. Beispielsweise behauptet Omnek Okmonek, dass die Venusier mit Hilfe ihrer Gedankenkraft Wetter erzeugen könnten. Nur über dem eigenen Haus kann man es dann schneien lassen, wenn man Lust auf Skifahren im Juli hat. Behauptet sie wirklich. Nochmal zur Erinnerung, die Venusier leben auf einer höheren Schwingungsebene und gehen verantwortungsvoll mit ihren Kräften um. Aber bitte hier eine Original-Kostprobe. Kostprobe. Die spirituelle Lehrerin Omnek Onek. Omnek gibt spirituelle Informationen weiter, insbesondere über folgende Themen: bedingungslose Liebe, die Seele, das wahre Ich, die Kraft der Gedanken, Fußpilz, der unverstandene Freund. Wir sind Seele und das physische Leben ist eine begrenzte Erfahrung, der Übergang von einer Existenzstufe in die nächste folgt. Geschichte meiner Herkunft, Grund meines Hierseins, Beobachtungen, Erfahrungen, Einsichten meines Erdenlebens. Die Reise der Seele über Ursprung und Weg der Seele durch das Mineralreich, Pflanzenreich und Tierreich in das menschliche Stadium.
Die menschliche Rasse ist universell und nicht auf die Erde begrenzt. Vermittelns des vollständigen Verständnisses der individuellen Verbindung mit dem Schöpfer. Der Schöpfer ist eine riesige Energiequelle, ein Phasen-3-Leiternetz, 60 Hertz, 230 Volt, aus der heraus alles, was existiert, in nie endenden Zyklen erschaffen wird. In der Zukunft wird die Erde einem anderen Zweck dienen als bisher und in einer höheren Schwingungsebene sein. Ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt wissen Sie, wie ich mich gefühlt habe. Omnek empfindet ihre Mission als weitestgehend erfüllt und sieht sich selbst als in Rente 2018 an. Aus ihrer Sicht hat sie alles gesagt und getan, was sie zu sagen und zu tun hatte. Gott sei Dank. Derzeit gibt es keine Reise- und Öffentlichkeitspläne. Omnek lebt ihr privates Leben in Missouri, USA, gemeinsam mit einem guten alten Freund, der ihr täglich bunte Pillen verabreicht. Sie ist persönlich nicht erreichbar. Und dafür danken wir ihr herzlichst. Ich als Bücheronkel wünsche Ihnen noch ein Nano-Nano. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Thank you.